Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe gestern das Video geschnitten, das ihr zuletzt gesehen habt. Und da sage ich noch, ja, uns geht's wieder gut. Wir haben eine Krankheitswoche hinter uns etc. Jetzt geht's bergauf. Und kurz nach dem Video hat bei uns die Magen-Darm-Grippe eingeschlagen. Wir waren eine ganze Woche außer Gefecht. Und jetzt sind wir wieder zurück. Ich hoffe, diesmal länger. Und wir überstehen den Winter irgendwie, dass wir nicht ständig krank sind. Weil aktuell sieht es schon so danach aus, dass wir einiges abbekommen, weil Sophie auch natürlich vieles vom Kindergarten mitnimmt. Ja, auf jeden Fall, es hat sich wieder einiges bei uns getan. Mittlerweile ist vorne die Außenanlage fertig. Das heißt, die Autos können endlich in der Garage parken. Und das ist so, so toll. Ja, weil es ist ja, wie soll ich sagen, ärgerlich, wenn du eine Garage hast, aber die Autos nicht reinfahren kannst. Und wir konnten sie davor einfach nicht reinfahren, weil es wegen der Höhe einfach nicht ging, weil die Außenanlage nicht fertig war. Und das wurde jetzt auf jeden Fall gemacht. Und ansonsten steht Mike seine Taufe vor der Tür. Nicht mehr lange, in ein paar Tagen geht es los. Und dementsprechend fange ich schon mit den Vorbereitungen an. Und ich dachte, ich nehme euch heute ein bisschen mit und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Ich habe bei Sophie gestern hier im Zimmer ein bisschen umgestellt. Und zwar stand hier eigentlich ihr Kaufmannsladen. Aber sie hat so einen schönen Pferdehof bekommen zu ihrem Geburtstag. Und auch diesen Camper. Ja, und ich dachte, ich baue ihr das hier auf, damit sie auch gut damit spielen kann. Davor war es jetzt einfach bei ihrem Schrank drin. Und das hat sie dann nicht so oft genommen, weil es einfach umständlich ist, es aufzubauen. Deshalb habe ich das jetzt hier hingemacht. Und der Kaufmannsladen, der steht jetzt im Spielzimmer. Den muss ich aber noch einräumen. Die Sachen sind hier noch in den Körben verteilt. Gestern habe ich die Wintersachen vom Dachboden runtergeholt. Die muss ich auch noch in die Garderobe einräumen. Mütze, Schuhe etc. Und bei Mike im Zimmer mache ich kurz den Rollladen hoch. Hier habe ich jetzt hier in die Ecke das Tippizelt hingemacht. Das stand eigentlich dort, wo der Kaufmannsladen jetzt steht. Und ja, das Bällebad habe ich drunter gemacht. Die Kinder spielen sehr gerne mit dem Bällebad und fanden das auch ganz cool mit dem Tippizelt jetzt hier. Ich wollte euch noch den Rollrasen zeigen, wie der aktuell aussieht. Also man sieht immer noch leicht die Bahnen, aber er ist mittlerweile viel ebener und das Mähen hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. An manchen Stellen war er einfach kürzer, weil er eben nicht ganz gerade lag immer noch. Aber an sich war es ganz okay und jetzt regnet es auch aktuell oft und ich denke, das ist auch für den Rasen ganz gut so. Der Mike ist schon ganz aufgeregt hier, weil ich gerade die Luftballons geholt habe und die Luftballonmaschine. Ich werde jetzt die aufblasen und hier ja, Mike, das machen wir jetzt. Und hier habe ich das Stativ, stelle ich dann hier hin und dann werde ich da hier so eine schöne schönen Hintergrund zaubern. Für die Collage, oder nennt man das Collage, also für den Hintergrund auf jeden Fall, habe ich hier noch so eine Lichterkette bestellt.
Die werde ich jetzt auch noch anbringen. Ich hoffe, das wird gut aussehen. Das sieht eigentlich hier ganz praktisch aus, weil hier sind solche Haken. Das heißt, ich kann das dann gut oben befestigen. Was ich gerade nur gesehen habe, dass es nur einen USB-Anschluss gibt. Da muss ich dann wahrscheinlich die Powerbank anschließen, damit ich die dann auch anmachen kann. So sieht es aktuell bei mir aus. Ich habe jetzt einige Luftballons noch übrig und hier war so ein Band dabei bei dem Set mit solchen Klebepunkten und dort, wo ich das Gefühl habe, es ist ein bisschen leer, werde ich die jetzt einfach noch füllen, damit es ein richtig schöner Luftballonbogen ist. So, ich habe jetzt den Bogen hier fertig gemacht mit den Luftballons. Das ging ganz schön lange. Das unterschätzt man manchmal. Die Lichterkette, die ist auch schon dran. Ich probiere es gleich mal, sie anzumachen. Ja, ich finde, es sieht eigentlich ganz schön aus. Also mir gefällt es. Auch die Farben passen ganz gut. Und ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, ob dann auch die Fotos schön werden, wenn man sich davor stellt und Fotos macht. Ich finde es richtig schön. In echt sieht es, glaube ich, noch besser aus. Da muss ich ehrlich zugeben. Okay, jetzt ist es halt auch schon ein bisschen dämmerig draußen. Wir haben es 4 Uhr. Und ja, Winterzeit wird es halt schneller dunkel. Und dann dachte ich, das mit dem Licht ist eigentlich schon ganz schön. Wenn ich die Fernbedienung bekomme, dann zeige ich euch mal kurz. Da kann man, meine ich, auch, okay, das ist jetzt einfach anders blinken, aber man kann, glaube ich, auch Farben verändern. Ich drücke mal ein bisschen durch. Wobei ich ja finde, der Farbton ganz schön, wenn es so kühl ist. Ich bin jetzt gerade oben. Es ist draußen wieder dunkel, deshalb ist das Licht an. Ich werde jetzt oben ein bisschen die Zimmer aufräumen und dann gehen die Kinder schon bald ins Bett und danach werde ich weitermachen. Im Keller muss ich noch ein paar Dinge vorbereiten. Da nehme ich euch nachher noch ein bisschen mit. Ich habe auch das Taufoutfit gewaschen und ich finde es zucker, zucker süß. Das steht dem Mike auch richtig gut. Ich zeige euch das mal. Und zwar ist es dieses Outfit. Ich finde es richtig, richtig schön. Und dabei war noch eine süße Mütze. Und sie steht ihm auch richtig gut. Und er mag sie auch. Er wollte sie gar nicht mehr ausziehen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Taufe. So, ihr Lieben, guten Morgen. Wir haben es mittlerweile den nächsten Tag. Mike ist wieder in der Schublade mit den Knabbersachen. Ich muss mir hier wahrscheinlich einen anderen Platz dafür suchen, weil er ständig in die Schublade geht. Mikey. So, wir haben es mittlerweile schon ziemlich spät. Ich habe heute den ganzen Vormittag eigentlich damit Zeit verbracht, quasi diesen Ablauf auf Papier zu bringen von der Taufe. Ich wollte gerne für die Kirche, für die Besucher, wie so ein kleines Heft machen, wo sie einfach sehen, wie der Ablauf ist und quasi auch noch die Paten
Gnadengebete habe ich auch noch reingemacht. Und das hat so viel Arbeit gekostet, weil der Drucker die ganze Zeit nicht funktioniert hat. Mama, wir haben ja? Papa Milch eingeräumt hier. Das ist nett. Ja, ich bin jetzt auch am Ende vom Ganzen nicht ganz zufrieden, weil der Drucker einfach aktuell nicht so gut druckt. Aber es muss jetzt erstmal reichen, weil noch länger konnte ich nicht dafür Zeit verbrauchen. Wir waren jetzt gerade einkaufen, unter anderem hauptsächlich Lebensmittel. Aber was ich noch mitgenommen habe, ist einmal Kerzen, die zeige ich jetzt gleich, diese Kiste. Und zwar möchte ich für die Kirche die Kerzen mitnehmen. Und was wollte ich da noch einmachen? Eben diese Zettel für die Besucher, also dieses Ablaufheftchen sozusagen. Und genau, die Patenurkunden vielleicht noch, wenn sie da reinpassen. Ich habe nämlich wie so Patenurkunden erstellt selber. Ich zeige euch jetzt mal die Kerzen. So, das ist eine Kerze für ein Pate. Wir haben zwei Paten, also zwei Kerzen für die Paten. Mami. Ja, mein Schatz. Hey, was ist da? Mami? Ja? Sind noch die Sachen Massenliebe hier? Nee, wieso sind die auseinander? Das weiß ich nicht. Das war mein, glaube ich. Nicht Mike. So, und das ist Mike, seine Kerze. Ich finde, sie ist richtig schön geworden. Also wir durften uns auch aussuchen, wie wir uns das ungefähr vorstellen. Ich finde es richtig schön, richtig, richtig schön. Und hier hinten steht dann auch sein Taufspruch. So, wir werden jetzt die Einkäufe hier verräumen. Ich habe auch schon Blumen gekauft für die Tischdeko. Kinder sind schon fleißig am Ausräumen. So, wir haben es wieder mittlerweile einen Tag später. Ich merke einfach, dass ich gar nicht dazu komme zum Filmen, weil wir einfach gerade einiges zu tun haben. Eigentlich jetzt, gestern habe ich wenig für die Taufe gemacht. Nicht so auch dazu gekommen. Jetzt fangen wir auf jeden Fall an mit dem Kochen. Morgen findet ja die Taufe statt und ich muss alles vorkochen, weil ich ja morgen keine Zeit dafür habe, weil es ja morgens losgeht. Genau. Die Sophie, die tut mir jetzt hier gerade den Kürbis leer machen. Mhm. Weil wir machen eine Kürbissuppe, die kann man dann auch morgen gut aufwärmen. Und das ist auch dann kein Problem, wenn man das vorkocht. Ich habe extra jetzt so auch Gerichte ausgesucht, die man am Tag davor gut vorbereiten kann. Hier habe ich auch die Blumen, die ich gestern gekauft habe, hingestellt. Ich war gerade auch noch mal kurz im Laden. Ich habe noch mal ein bisschen Schleierkraut gekauft. Ich finde, das macht es auch noch mal so ein bisschen schöner. Und Eukalyptusblätter. Ich werde dann später noch den Tisch dekorieren und dann noch, ich mach das. Sophie hilft mir auf jeden Fall mit. Hier in dieser Ecke möchte ich einen kleinen Tischchen machen mit einem Stuhl und dann hier das Gästebuch hinlegen, wo man dann was eintragen kann. So, also hier ist das Gästebuch. Ich zeig das mal kurz. Hier ist das Gästebuch. Und hier habe ich noch so ein Letterboard beschriftet sozusagen. Das kommt dann auch auf diesen Tisch. Dann mache ich ein paar Stifte noch dazu. Also ich hole noch ein paar mehr. Hier sind noch so Sticker, die man auch verwenden kann. Und hier habe ich so eine kleine Leinwand.
Da können dann die Besucher quasi den Fingerabdruck hier drauf machen bei dem Fisch. Und das wird dann auch, denke ich, eine schöne Erinnerung für Mike sein. Hier liegen auch schon die Servietten. Da mache ich dann auch überall Schleierkraut hin und einmal ein Gastgeschenk. So, auf jeden Fall werde ich heute einiges zu tun haben und freue mich auch. Es macht auch Spaß, ich mache sie auch gerne. Und für Mike seine Taufe, genau. Ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, ich beende den Vlog. Er hat sich jetzt ein bisschen länger gezogen. Genau. Und im nächsten Video werde ich einfach euch so ein paar Ausschnitte von der Deko, vom Tisch und vom Kuchen etc. einfach so ein bisschen als Inspiration zusammenschneiden und zeigen. Und genau, ich hoffe, wir werden morgen eine schöne Feier haben. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.